Allgemeine, die unautorisierte Biografie. Es überrascht mich kaum, dass alle Bemühungen von Samurai nie zu einem großen kommerziellen Erfolg geführten, denn die Stimme, die die Band in die falsche Richtung leitete, war die von des populistischen Frontman Silverhand und nicht Eurodines, dessen Bestreben hauptsächlich in der Musik selbst lag. Silverhand hatte nie große Ambitionen, sich kreativ auszudrücken. Seine Leidenschaft galt ausschließlich seinem persönlichen Pfad der Zerstörung. Diese destruktiven Tendenzen hatten signifikanten Einfluss auf Carrie und hielten noch lange nach dem Angriff auf den Arasaka Tower und Johnnys Verschwinden an. Erst nach einer längeren Auszeit gelang es Eurodyne in der Welt, sein kreatives Potenzial zu zeigen. Er eroberte die Fantasie und die Herzen tausender Fans und sicherte sich einen Platz im Kreis der wahren Musiklegenden. Könnte immer noch schlimmer sein. Ja, ich könnte die Gitarre der Altarmut spielen. Il va faire aucun sens pousser l'icognard. Just done. Moi, baronet. Mein Kreolisch ist ziemlich eingerostet. Yo parle mille langues dans la cité. Nous-mêmes, nous parlons seul grain. So ein Pech. Ausgerechnet eure kann ich nicht. Comme translation, ou pas maton. Ihr verkauft hier tatsächlich Fleisch? Ernsthaft? Ou actuellement, vous voulez acheter kek? Qui ça l'appelle là? La PC est bien intelligent, lui semblait. Ich suche Placide. Placide. Garde ici, là. Do, do, ti, pi, ti, maman. Ok. Do, do, ti, pi, ti, maman. Les entrées, gardez la caméra. Ja, ja, Kamera habe ich schon verstanden. C'est vous-même. Continuez. Placide. Regardez là. Yep, fonctionne. Nur für den Fall, dass ich zu viel Spaß an diesem Spiel habe und dich weiß, dass es eigentlich auch Zeit gibt. Bist du Placide? Wo ist deine Chefin? Ich habe einiges über euch gehört. Die Voodoo Boys, die besten Runner der Stadt. Heißt es zumindest. Nicht, dass irgendjemand weiß, was ihr im Net macht. Besser so. Innovative schwarze Software, Datendiebstahl bei Konzernen, Krieg gegen Netwatch. Aber von Hühnern sagt keiner was. Ja. Und ich, Idiot, dachte, der Verkauf von Geflügel sei illegal. 6 Jahre soll die Vogelseuche umgegangen sein. Und auf einmal ist alles clean? Das wird nicht verkauft. Was willst du? Nee. An der Kapelle hieß es, ich soll mit dir reden. Mr. Hans meinte, dass ihr Söldnerarbeit für mich habt. Ja. Fertig zur Verpackung. Hier. Komm mit. Ja, ich habe auch weniger. Danke. Weniger Lust auf einen Hühnerkopf in der Nähe. Wenn das. Wo gehen wir hin? Ein Brennpunkt der Kontroverse. Eine Stadt in der Stadt. Hier lang. Tune in der Villa. Tune Pacifica. All das von mir. Willkommen, Pacifica. Okay. Kennst du Pacifica gut? Nicht wirklich. Ihr rollt nicht gerade den roten Teppich für die Leute von draußen aus. Sollte eine eigene Stadt werden, wo Anzüge ihre Edis verprassen. Ein Kreislauf. Die Konzerne füttern ihre Schafe, die spucken es wieder raus. Alles hier auf Konzern-Cash gewachsen. So langsam sollte da nichts mehr stehen. Naja, er macht weiter. Unser Ziel ist die Gym. Die Grand Imperial Mall. Pacificas größter, hässlichster Tempel der Gier. Nie fertiggestellt. Bis letzte Woche war sie verlassen. Leer. Und jetzt? Jetzt haben sich die Animals da eingenistet. Okay.
Okay. Was soll die? Okay, Placid ist offensichtlich einer der Top-Leute hier. Schon mit den Animals zu tun gehabt? Ja, ein paar Mal. Ihr wollt die Animals raus aus der Gym? Vernichtet? Dafür bezahlt ihr mich. Du erfährst bald alles. Ja, das hoffe ich doch. Ich meine, warum sind sie überhaupt hier? Abgeschnitten in Pacifica, ganz allein ohne Verstärkung. Das ist euer Revier. Scheiße, nicht mal die Bullen patrouillieren hier. Na, zumindest einer noch. Wollen sie euch provozieren? Damit ihr was Dummes macht? Sie verlassen die Gym nicht. Wie viele von denen hängen da rum? 30 oder mehr. Bin ihn nah, wir reden hier. Setz ihn. Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job, das kommt zuerst. Das war doch schon klar. Scheiße, was soll das werden? Naja, wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll. Hab das Gefühl, wir werden keine guten Freunde. Keine Chemie. Verkraft dich schon. Okay. Evelyn Parker. Sagt ihr der Name was? Keine von uns. Sie hat mal für euch gearbeitet. Warum schickst du nicht deine Leute zur Gym? Nicht unsere Art. Und das zahlt sich für euch aus, ja? Läuft gut. Besser als du denkst. Dein Krummschamane, ist es Victor? Kennt ihr beide euch? Nein, brauche ich nicht. Diese Hardware ist shit. Solltest du ersetzen. Bist du jetzt auch ein Ripper-Doc, oder wie? Was soll die Fragerei? Billiger Einschüchterungsversuch? Ich muss sicher sein, dass du den Job schaffst. Ja klar. Dieser Chip. Keine Signatur. Was ist das? Außer dem Chip ist alles okay. Neural Netzproblem, Cortex flimmern und mehr Mist. Alles okay. Was davon ein echtes Problem? Ich hab nach dem Chip gefragt. Ah, ist egal. Er ist eh kaputt. Wie das? Kugel in den Kopf bekommen. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Yep. Ach, schade. Dafür haben wir nicht genügend. Das können wir auch nicht. Also, bin ich würdig? Hab ich den Job? Mhm. Der Kamionett. 20:35:07. 3 Sekunden vorher. Fusch. Aber ich versuche rauszufinden, wo er herkommt. Habt ihr die Aufnahmen selbst gemacht? Wir hijacken private Camps und Konzernsatelliten zum Aufnehmen. Aber aus der Gym habt ihr Nada, richtig? Der Wagen ist eine Spezialanfertigung. Du weißt also auch nicht mehr. Hey, ich will nur alle Fakten haben. Fortschrittliche Tech passt gar nicht zu diesen Matschbirnen. Sie beobachten ihn genau. Ist wichtig. Warum auch immer. Placid. Batman Kelly hat diesen noch geholfen. Batman Butler. Zeit für eine Pause? Ich glaube, du wirst gebraucht. Sie kommen ohne mich klar. Konzentrier dich. Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger. Jemand anders braucht sie. Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrunner-Tech. Und ich soll rausfinden, wer. Mhm. Fang beim Kamionett an. Bleib verborgen. Check nur die Situation. Jetzt bist du im Reso Agwe gesinkt, unsere Subnet. Warum? Wozu? Durch Agwe sehe ich, was du siehst, höre, was du hörst. Ich werde dich durch die Gym führen. Wunderbar. Noch eine Stimme in deinem Kopf. Da freut sich der Ripper Doc.
Wer ist der Runner da drin? Was will er? Ich hoffe, du sagst mir das. Du überwachst mich. Zeugt von Vertrauen. Okay, muss ich sonst noch was wissen? Triff unsere Leute an der Mall. Sie zeigen dir, wie du reinkommst. Mein Geld. Wie viel krieg ich? Und wie hole ich's mir? Hans sagte, dir geht's nicht um Cash, sondern um ein Problem. Mach die Jim und Brigitte löst dein Problem. Das ist ein Moment. Ja, aber ich habe gerade erfahren, dass ich als lebendige Zielscheibe losgeschickt werde. Deshalb ist mein Preis gestiegen. Mal sehen. Ich verspreche nichts. Verstanden. Wenn ich das erledige, bringst du mich zu Brigitte, richtig? Ja. Sortier am Ende des Gangs. Geh, meine Leute lassen dich durch. Das ist ja nett. Wir sind fertig. Fremde seht ihr hier wohl nicht so gern, oder? Leute wie du fallen auf. Sprich, ich sollte aufpassen? Wär klug. Weiß Brigitte überhaupt, dass ich hier bin? Oder ist der Deal auf deinen Mist gewachsen? Du siehst die Chefin, wenn's soweit ist. Also, warum Voodoo Boys? Ihr glaubt wohl kaum an Voodoo. Weiß nicht. Frag die, die uns so nennen. Soll heißen, ihr nennt euch selbst anders? Okay. Bis kann man da großen Worte, hä? Huh? Klar. Ja, dann wird's wohl Zeit. Zeug. Ich höre. Was ist? Stabilitätscheck. Empfang auf deinem Link, okay? Mhm. Scheint so. Jupp. Gesetz zur Ausrottung der Vogelpopulation. Hatten wir schon mal. Achso, ich soll da irgendwo hoch. Wahrscheinlich. Ja, da hinten. Ich soll da durch. Okay, Spiel. Jetzt ein Motorrad. Ratatatatatatata. Moment. Eine Bambusdrohne, keine Zugehörigkeit. Tut doch was! Ich sah da nur Itemkomponenten. Und ich sah da zweimal Item-Komponenten. Sind zwar nur gewöhnliche Komponenten, aber Komponenten. War nicht in deiner Freizeit dort, nicht wenn ich dich bezahle. Darf ich trotzdem nicht durch die Gegend fahren? Ich laufe doch keine 375 Meter, wer bin ich denn? Das war geplant. Oh, falsche Richtung, falsche Richtung. Dann halt hier lang.
alle Leute. Red mit ihnen. Du bist wie? Wissen die, dass ihr hier seid? Das hier ist unser Revier, unser Zuhause. Wir müssen hier keine Geister sein. Ja, das macht Sinn. Sei ein Geist. Du musst still sein. Unsichtbar. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage. Von hinten. Aber pssst, leise, ja? Ja, bei Butuhan ist leise. Was ist da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Okay. Passt auf mein Motorrad auf. Ich mag das. Bei Gelegenheit, hatte ich nicht schon? Ja, ich hab schon. Und ich bin Level 18. Das heißt, wir können ein paar weitere Gegenstände anziehen. Ich mag es, Meeresschutz zu haben. Rüstschutz ist Gutschutz, oder so. Ich hätte jetzt gerne noch die noch eine stärkere subthermale Panzerung, aber hier funktioniert nur die Aussicht. Du hast dich in meinen Kopf gehackt, also musst du damit leben, wie ich Dinge tue. Das sind doch welche Totengräber. Street Cred von 2,55. Die werden Spaß machen. Puh. Alles werden wir wohl nicht hinkriegen. Fangen wir damit an. Dann brauche ich ein E9 und das kriege ich natürlich nicht mehr, weil ich zu blöd war. Ja. Aber ich kann... Hätte ich das gewusst, hätte ich da noch... Tja. Ich dachte, weil ich jetzt was anderes genommen habe, kann ich das nicht machen. Aber verbündete Geschützstürme sind doch schon mal schön. Auch wenn der Sicherheitsgeschützturm ein bisschen kaputt ist. Zappidi!